Hallihallo und herzlich willkommen zum Terraria Let's Play von mir mit dem Mod Levelet. Der bietet ein erweitertes Rollenspielsystem für Terraria, wo man leveln kann, wie der Name schon sagt, statten kann und die Monster sind dann auch in Levels unterteilt. Dann bietet es ein neues Balancing und ja. Ich habe hier schon einen Charakter erstellt, der ist sehr neu und die Welt habe ich auch schon erstellt, weil es sonst zu lange dauert, die Welt zu generieren. Gehen wir mal rein. Ja. Terra kennt ihr sicher, wenn nicht, es ist ein Rollenspiel, Aufbauspiel in 2D. So, 2D. Und es bietet ja sehr viele Baumöglichkeiten, sehr viele Rollenspielelemente und viele Bosse, viele Items. Ja, seid gespannt, es ist sehr, sehr gut. So, abbauen tut man mit der Axt. Einfach links klicken auf den Stamm unten. Die Wurzeln am besten, damit ihr alles habt. So. Mit E, also mit ESC öffnen wir das Inventar in der Grundeinstellung. Ich habe es auf E. Und sehr langsam, weiß nicht wieso ist es so langsam. Ist man. Hallo? Könnt auch so machen. So. Also. Holz abbauen am besten am Anfang ein bisschen, damit wir eine Hütte machen können. Ja, das reicht. Ein bisschen anpflanzen, sonst haben wir später kein Holz mehr. So, das ist der Guide, bei dem kann man sich die Crafting-Rezepte anschauen. So, kommt schon Fisch. Oh nein, das ist kein Fisch. Es gibt fliegende Fische, die angreifen, wenn es regnet. Aber es regnet ja gar nicht. So, seht ihr, das bekommt man Erfahrung. Auch vom Gegner töten bekommt man Erfahrung. Und dadurch levelt man natürlich, kann man Stats verteilen, zwar nicht bei jedem Level, aber immer wieder und so immer wieder stärker werden. Ich habe mir überlegt, hier unten könnt ihr sehen, man kann Stärke, Magie, Fernkampf oder Defensive Skin und ich mache Defensive, damit ich alles euch zeigen kann und auch ein bisschen mehr aushalte, damit wir nicht immer so oft sterben. Die Gegner sind vor allem am Anfang in hochleveligen Gebieten sehr, sehr stark. Zum Beispiel der macht schon 7 Schaden. Das ist sehr viel für den Anfang. Wir haben nicht sehr viel Leben. Wie viel haben wir? 66 Leben haben. Okay. So. Hier machen wir uns das Haus. Am besten. Graben uns hier ein bisschen die Erde ab. Pflanzen sie so hier hin. So. Falsches Werkzeug. Mit der Spitzhacke macht man eigentlich alles weg. Auch die Erde. Und das rohe Holz, also die Bretter, macht man auch so weg. Und die Pflanzen kann man eigentlich auch so wegmachen. Weil, wenn man die Erde wegmacht,
dann fallen die runter. So. Jetzt machen wir hier einen Boden. So. Hier auch. Machen wir mal bis hier hin. Jetzt können wir hier nach oben bauen. So, jetzt müssen wir die Fehler hier nochmals ausbügeln. So. Und jetzt machen wir den Crafting Table hier in die Mitte und bauen zwei Türen. So, eine. Und die zweite hier hin. Gut. Jetzt brauchen wir ein bisschen Hinterrückwände. So. Aber genau die machen wir oben. So. Weil da kommt der Guide hin und die anderen NPCs. Die ziehen in solche Wohnungen ein. Und brauchen einen brauchen eine Türe, einen Tisch, einen Stuhl und sonst nur Fackeln. Das ist sehr wenig. So. So, haben wir noch? So. Schön abbauen, zubauen. So, jetzt machen wir hier die Hälfte, hier natürlich, und hier die Hälfte. Oh, jetzt brauchen wir vier Türen. Boah. Ich weiß nicht, wie es das so langsam ist hier im Winter. Ich muss es noch wieder beheben. Und drei Tische. Drei Stühle. So. Haben wir das Ausleuchten nicht vergessen. Gut. Also noch vor der Nacht haben wir hier ein schönes Haus gebaut. Und können uns an den Keller machen. Die Erde abbauen. Geht relativ schnell. Natürlich gibt es dann bessere Spitzhacken noch, die noch schneller können. Und so weiter. So.
dein Zeugs hier weg kann. So, hoch. Und einen Ofen bauen. Können wir den nicht bauen? So. Nö, können wir nicht bauen. Zu wenig Holz. Mäh. Schnell Holz holen. Guide, du kannst einziehen. Wie heißt der? Brian. Okay, die heißen nämlich immer anders. So, wir brauchen einen Ofen. Können wir immer noch nicht machen. Wieso nicht? Noch mehr Stein. Gehen wir mal hier. Ah ja, in der Nacht kommen Monster, da müsst ihr aufpassen. Ich riskiere es jetzt mal, wenn wir im Spawn sind. So. Aber sonst kommen sehr viele Zombies. Also natürlich auch am Spawn, aber hier kann man immer wieder belebt werden. Schön, bla 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 bla. Es gefällt euch schon mal. Sagt mir, was ich verbessern kann, und ja, wenn ich etwas erzählen soll, hilft ihr das auch gerne. Ja, ich habe jetzt seit 2 Monaten, also seit dem 1.2 draußen ist, sehr viel Terraria gespielt. Ich habe es vorher noch nicht so gespielt und jetzt oft. Und das bringt es nicht so, es zu scrollen. Ich kann den... Ich kann ihn einfach nicht machen, den Ofen. Was fehlt mir denn? Stern, der bringt Mana. Wenn wir 5 haben, können wir einen Mana-Stern machen. Das ist der blaue Stern rechts oben. Können wir mehr machen. Da der Guide da ist, können wir jetzt schauen, was denn der Ofen braucht. So. Herstellen. Ofen. Der Ofen braucht Fackeln. Okay, dann machen wir Fackeln. So, und jetzt einen Ofen.